Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher im Bereich der vedischen Astrologie. Ja, ehe wir uns der Deutung der Transite für den Monat August 2017 des jeweiligen Aszendenten zuwenden, erstmal ein paar wichtige kurze, brisante Informationen. Erstens, falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, weil den brauchen Sie, denn die Deutung wird anhand Ihres Aszendenten vorgenommen, ja, nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus, was Sie von der westlichen kennen, sondern die Deutung basiert auf Ihrem Aszendenten. Dann biete ich Ihnen gerne an, dass Sie Ihren Aszendenten bei mir gratis mitgeteilt bekommen. Sie brauchen nur unterhalb des Videos auf einen Link gehen, mir Ihre Geburtsangaben schicken und schon teile ich Ihnen kurzfristig Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches der 12 Videos, ja, ob Widder, Stier, Zwilling und so weiter, wichtig für Sie ist oder das Richtige für Sie ist, weil die Deutung legt Ihren Aszendenten zugrunde. Außerdem können Sie mit diesem Link auch Ihren Seelenplaneten anfragen, der am meisten über Sie aussagt und sogar wichtiger ist als wie Ihr Aszendent. Sie bekommen auch eine Seite Deutungstext dazu. Auch dazu können Sie diesen Link verwenden und dann teile ich Ihnen Ihren Planeten, der Ihre Seele beschreibt, auch gratis mit. So, dann zweitens. Immer mehr schließen sich der Gruppe auf Facebook an, wo auch schon viele Deutungsvideos zum Wassermann-Zeitalter, zu aktuellen Weltereignissen, zu Donald Trump, zu Spiritualität und so weiter gepostet wurden. Und täglich gibt es dort die astrologische Zeitqualität, damit man weiß, ob dieser Tag auch gut ist für bestimmte Aktivitäten. Sie können mich finden auf Facebook, indem Sie einfach eingeben im Suchfeld vedische Astrologie und dann können Sie dieser öffentlichen Gruppe gerne beitreten. Daneben finden auf Facebook noch weitere interessante Dinge statt. Dann drittens, Achtung, im Monat August haben wir zwei Finsternisse. Und zwar eine partielle Mondfinsternis am 7. August und eine totale Sonnenfinsternis, die zwar nur 2 Minuten in etwa dauert und auch nur primär in den USA gesehen wird, aber trotzdem haben wir diese beiden Finsternisse auch astrologisch, sogenannte Eklipsen. Und die vedische Astrologie empfiehlt in der Zeit 3 Tage vor einem Finsternis und am Tag der Finsternis und 3 Tage nach einer Finsternis keine neuen Dinge zu beginnen, die für Sie von Wichtigkeit sind und keine Entscheidungen von Bedeutungen zu treffen, denn das Risiko des Scheiterns ist weitaus höher, wenn man das in dieser Zeit 3 Tage vor oder 3 Tage nach oder sogar am Tag der Finsternis machen würde. Ja, das bedeutet nichts Schlechtes für das Weltgeschehen. Ja, das möchte ich jetzt gleich mal aktuell dazu sagen, sondern es ist mehr in dem Zusammenhang zu sehen, an solchen Tagen, also in diesem Zeitraum, keine neuen wichtigen Projekte in Gang zu setzen. Ja, weil wenn das Licht der Königin, das ist der Mond, und das Licht des Königs, das ist die Sonne, verfinstert wird, sind die Erfolgsaussichten ihrer Vorhaben deutlich gemindert oder schlagen fehl. Dann viertens, ja, ich lade Sie ein, das Mysterium Ihres Lebens zu erforschen, und zwar anhand des Studiums der vedischen Astrologie. Was gibt es Spannenderes als Ihr Leben, Ihre Bestimmung, Ihr Schicksal, Ihre Lebensaufgabe, Ihre Berufung, ja, und sich selber und das ganze Leben in der Tiefe zu erforschen?
um damit zu einem sinnerfüllteren, glücklicheren Leben finden zu können. Und dazu können Sie sich mit diesem Link hier, der hier eingeblendet ist, ja, können Sie sich Gratismaterial von der Schule anfordern, um mal reinschnuppern zu können. Das kostet Sie nichts. Und hier bekommen Sie zwei Lehrbriefe mal als Muster zum Herunterladen und sogar zwei Lehrvideos, wie die Unterrichte, die ja alle übers Internet verfügbar sind, ja, wie diese vedische Astrologieschule gestaltet ist. Okay? Also, ich lade Sie ein, erforschen Sie das Mysterium Ihres Lebens. Ja, dann legen wir aber los. Wie schaut es jetzt aus mit der planetaren Großwetterlage im August 2017? So, nun schauen wir uns das für Sie als astrale Jungfrau genauer an für den August 2017. Ja, dazu haben wir ja die Übersicht und hier sehen wir, dass der Aszendent stark besetzt ist. Ne, da haben wir ja den Merkur darin. Merkur ist ja der Herrscher des Zeichens Jungfrau und sitzt selbst in der Jungfrau. Damit wird das Zeichen Jungfrau, sprich ihr Aszendent, stark betont. Merkur wird sogar noch rückläufig, also wird er noch mehr betont. Und wir sehen, dass das 12. Haus mit wichtigen Planeten besetzt ist, vor allem der Sonne, aber auch Mars und Rahu. Und das wollen wir uns jetzt im Einzelnen erschließen, was das bedeutet. Dazu lassen wir jetzt gleich mal den Chart einschweben. So, und jetzt hier zu den einzelnen Planeten. Sonne in Haus 12, ja, sogar auch Mars die ganze Zeit im 12. Haus und noch der nördliche Mondknoten. Was bedeutet das? Nun, Themen des 12. Hauses haben dadurch Fokus. Das 12. Haus ist ein Haus, wo man schon mal sagen kann, jetzt vor allem auf die Sonne bezogen, dass ihnen so das Gefühl ist nach Rückschau. Ja? Was ist denn so die letzten 12 Monate passiert? Ja? Wie sind sie denn die letzten 12 Monate auf dem Weg durch ihr Leben vorwärts gekommen? Wie zufrieden und wie erfüllt und mit welcher Sinnfindung waren Sie in den letzten 12 Monaten unterwegs auf Ihrer Lebensreise? Das 12. Haus hat also so eine Qualität der Reflexion, weil Sie sehen, ja, danach kommt ja wieder das 1. Haus, ja, und dann geht wieder eine neue Runde los. Und bevor wir wieder in eine neue Runde einsteigen und uns überlegen, wie gestalten wir unseren Lebenspfad, wie machen wir weiter, was verändern wir an uns, müssen wir aber auch mal Pause machen. Und das 12. Haus steht deshalb auch dafür, wie wir auch mal Auszeit nehmen aus dem Hamsterrad. Es gibt ein gesteigertes Bedürfnis nach Rückzug oder Urlaub oder Auszeit, Alleinsein. Und ich empfehle Ihnen auch, dass Sie sich diese Zeit nehmen. Ja? Denn in der Hektik des heutigen Tages kommt man zu schnell in eine Schwingung, dass man die Inspirationen, die von innen kommen, nicht vernehmen kann. Jetzt ist es aber eher so von der Schwingung her, Ihre Sonne ist im 12. Haus, die möchte eher Ruhe. Ja? Und so empfehle ich Ihnen, ja, ruhige Orte aufzusuchen, wo Sie jetzt nicht sich um irgendwelche Verpflichtungen kümmern müssen oder auch Arbeiten zu erledigen haben, sondern das Gegenteil, wo Sie frei sind und auftanken können. Ja? Für diejenigen, die mehr spirituell auch unterwegs sind von Ihnen oder mit spirituellen Praktiken zu tun haben, können das auch dadurch ausleben, indem sie mehr Zeit für die Meditation einsetzen. Denn das 12. Haus steht auch dafür, nach innen zu gehen, ja, und sich innen zu verbinden. Muss auch dazu sagen, vor 2 Tagen war es, da hatte ich auch so gemerkt, dass ich so ein
Unruhe war. Und dann habe ich meine ganze Tagesplanung umgeworfen und bin mit meiner Frau den ganzen Tag in die Berge gegangen zum Wandern, weil wir haben hier bis 2500 Meter hohe Berge. Ist sehr, sehr wenig los hier, wo wir leben. Und das war fantastisch gut, weil einfach die Ruhe gut getan hat. Und ihr Transitchart für August drückt das aus, dass Rückzug, Isolation, nach innen gehen durch Meditation, nach abseits der Gesellschaft sein, ferne Orte aufsuchen, raus aus dem Trubel. Das sind die Themen des 12. Hauses. Deswegen wundern Sie sich nicht, für was das 12. Haus auch noch steht. Ich gebe Ihnen noch ein paar andere Bedeutungen. Das 12. Haus steht auch für Klöster oder für Wellness, ja, auch das wären ja Methoden, sich rauszuziehen, ja, oder für Urlaub. Das 12. Haus steht aber auch für, bitte nicht erschrecken, Krankenhaus, ja, und Kuranstalten. Warum? Ja, das sind ja auch dann Orte, wo man aber oft nicht ganz freiwillig hinkommt, wenn man sich nicht die nötigen Pausen nimmt, die man aber braucht. Und gerade Sie als Jungfrau, ja, Sie sollten mehr darauf achten, wann Sie Pausen brauchen, denn Jungfrau, Aszendent Jungfrau ist das am meisten Burnout gefährdete Zeichen. Und so empfehle ich Ihnen, in die Qualität der Ruhe zu kommen. Nun, die Frage ist, wie können Sie hier weiterkommen, insofern, weil Sie auch noch Mars im 12. Haus haben. Ne? Mars ist ja der Planet, der hat Energie, der will handeln. Jetzt steht der im Haus der Ruhe. Also insofern für Mars kein so ruhiger Platz oder kein so guter Platz, muss ich sagen. Deswegen wird es Ihnen nicht so leicht fallen, wie Sie das umsetzen. Aber Sie können ja den Mars dafür einsetzen, dass Sie zum Beispiel mit Disziplin meditieren. Das wäre jetzt so eine Lösung, ne? Weil zur Meditation gehört eben auch dazu, zu sagen, okay, ich bin jetzt diszipliniert, mich jeden Tag eine Stunde meinetwegen durch meine Technik der Meditation, welche auch immer Sie machen, meinetwegen Atemmeditation oder auf den inneren Ton oder auf das innere Licht oder ja, was auch immer, mich mit Disziplin der Meditation zu widmen, wäre eine Möglichkeit. Oder ich mache Sport alleine in der Natur. Ja, das wäre jetzt auch so eine Technik, ja, wie Sie den Mars sinnvoll beschäftigen können in Haus 12. Ja. Das 12. Haus steht aber auch für die Suche nach der höchsten Wahrheit und das 12. Haus steht auch für ein Streben nach Erleuchtung. So können Sie auch dafür Zeit einsetzen in Ihrer Suche, was ist denn die höchste Wahrheit? Oder das 12. Haus steht eben auch für die Suche nach Gott, ja, weil das hat ja was mit der höchsten Wahrheit zu tun. Dafür Zeit einzusetzen. Nun, ferner ist es so, dass das 12. Haus, ja, repräsentiert ja letztlich irgendwo auch die Fischequalitäten. Ne? Fische sind ja das 12. Zeichen. Wir sprechen jetzt über das 12. Haus. Und gerade für Sie als Aszendent Jungfrau, sechstes Zeichen, gehört es ja auch dazu, die Fischequalitäten mehr zu entwickeln, also mehr in die Verbindung mit dem Transzendenten zu kommen, nicht alles rein rational und mit dem Kopf zu entscheiden, nicht alles nur nach dem zu gehen, was sie anfassen und sehen können, sondern auch verstehen, dass es hinter dem Sichtbaren die Wirklichkeit gibt, die letztlich die Dinge, die wir im Außen sehen, verursacht. Denn letztlich ist es so, dass die Materie durch den Geist regiert wird und nicht umgekehrt. Und mit diesem Planeten in Haus 12 haben Sie im August eine gute Voraussetzung dafür, mehr in die Verbindung mit dem Transzendenten, dem Nichtgreifbaren, zu kommen, indem Sie mehr in die Ruhe gehen, indem Sie mehr meditieren, indem Sie Auszeit anstreben, indem Sie sich aus dem Hamsterrad rausnehmen, indem Sie auch alleine sind, ja, an ferne Orte gehen
wo sie Ruhe haben und abseits des Trubels sind, vielleicht Urlaub machen, aber da nicht, um sich in die Masse reinzuschmeißen, sondern um ja in die Qualität der Stille zu kommen. Das sind die Voraussetzungen, die Ihnen Ihr Horoskop hier spiegelt. Und um den Mars einzusetzen, wie gesagt, sollten Sie ihn dafür verwenden, Sie in diesen Richtungen durch seine Handlungen oder Aktivitäten zu unterstützen. Und nun, dazu kommt, dass Merkur, der Herrscher Ihres Aszendenten Jungfrau, in der Jungfrau sitzt den ganzen Monat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dadurch, dass Sie sich diese Plattform der Ruhe schaffen, über die ich gerade gesprochen habe, können Sie gleichzeitig sich auch mehr selbst begegnen. Sie können sich selber mehr klar werden, welche Fähigkeiten Merkur Sie in sich an sich entwickeln möchten. Oder Sie haben mehr Zeit dafür und Ruhe, um in den Fähigkeiten, die Sie bereits besitzen, meinetwegen Sie sind eine gute Geigerin oder ein guter Geigenspieler und jetzt sagen Sie, ich will jetzt mehr Zeit haben, um die Geige zu spielen. Ja, das ist dadurch auch unterstützt. Ja, so sehen Sie interessant, wie dieses 12. und 1. Haus für Sie hier an der Stelle zusammenwirkt. Merkur in Haus 1 bedeutet aber auch, dass Sie sich mehr informieren wollen über sich selber. Ja? Über sich selber mehr klar werden wollen, an sich selbst mehr forschen wollen. Und wie können Sie das tun? Ja, indem Sie Zeit für die Stille, die Auszeit, den Rückzug einsetzen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Zusammenhang so auch ganz plausibel rüberbringen. Nun, Venus im 11. Haus zeigt nochmal an, dass Sie auch Freude darin haben, sich mit Ihren größten Wünschen zu beschäftigen. Ja, Sie haben vielleicht auch momentan in Ihrem Visier, dass Sie mehr, dass Ihnen einfach Ihre Beziehung wichtiger wird. Dann haben wir noch Jupiter und Saturn, die äußeren Planeten, die ja langsam laufen. Die besetzen nicht nur im August, sondern auch die nächsten Monate noch und auch schon viele Monate jetzt zurück, die Häuser 2 und 4. Das bedeutet, das 4. Haus mit Saturn nach wie vor gibt einen starken Fokus darauf, sich mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das passt ja auch sehr gut zu dem Gesagten hier. Und Jupiter in Haus 2 liefert Ihnen Impulse, sich genau zu überlegen, wie Sie Ihren Sinn oder wie Sie durch die Art und Weise, wie Sie Ihr Geld verdienen wollen, glücklich werden können. Ja? Wie die Arbeit, die Sie machen müssen, um Geld zu verdienen, für Sie wirklich sinnvoll ist. Ja? Außerdem ist es ganz gut für die Haushaltskasse. Die dürfte also nicht zu so knapp sein. Im Gegenteil, es scheint eher so für Sie zu sein, dass die Finanzen gut sind. Allerdings sollten Sie dabei immer überlegen, dass Sie auch die Dinge oder Ihr Geld nur für die Dinge ausgeben, die wirklich Sinn machen und Ihnen was bringen. Ja, das war es für Sie gewesen. Ja, ein ruhiger August 2017 wäre das, was Ihnen die Sterne nahelegen. Ja, das war nun Aszendent Jungfrau, August 2017. So, nur zum Schluss nochmal die Erinnerung. Diese Deutung des Monats August wurde vorgenommen anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sternzeichens. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mit dem vorbereiteten Link unterhalb des Videos diesen bei mir unter Angabe Ihrer Geburtsangaben gratis erfragen. Außerdem, wenn Sie möchten, lade ich Sie ein, auch dass Sie Ihren Seelenplaneten mitgeteilt bekommen mit einer Seite Deutungstext, denn der Planet im Horoskop, der Ihre Seele beschreibt, ist der wichtigste Planet in Ihrem Horoskop und gibt die meiste Auskunft über Ihr wahres Wesen. Und auch diesen Seelenplaneten, wie gesagt, können Sie mit diesem Link anfordern.
Dann zweitens, ich lade Sie ein, folgen Sie mir auf meiner Gruppe für vedische Astrologie in Facebook. Ja, Sie brauchen nur dazu im Suchbegriff Facebook eingeben, vedische Astrologie, und dann haben Sie mich gefunden. Und bitte nicht den Namen eingeben, weil sonst landen Sie auf meiner privaten Seite, sondern vedische Astrologie. Und dann können Sie von den dortigen Informationen sehr profitieren. Dort gibt es weitere Videos und viele interessante Themen zur vedischen Astrologie. Dann drittens, es gibt zwei Finsternisse im August, ein Mondfinsternis und eine Sonnenfinsternis. Bitte beachten Sie 3 Tage vor dem Finsternis, am Tag der Finsternis und 3 Tage danach keine wichtigen neuen Projekte zu starten, meinetwegen Arbeitsbeginn, Eheschließung, Notartermin. Ja, das wären K.O.-Kriterien, das nicht in diesen Zeitraum zu legen. Dann, ich lade Sie ein, erforschen Sie das Mysterium Ihres Lebens mit dem Studium der vedischen Astrologie an der vedischen Astrologieschule. Ganz bequem von zu Hause aus übers Internet in Ihrem Tempo mit einer Menge Perspektiven. Sie können hier mit diesem Link sich schon mal gratis weitere Informationen herunterladen. Ja, Sie erhalten dann kostenlos 2 Lehrbriefe und 2 Links zum wo Sie 2 Lehrvideos dann auch herunterladen können, um diese schon mal anzuschauen. Okay, ja, das war's gewesen. Dann bleibt es mir noch, Ihnen einen fantastischen, super tollen August 2017 zu wünschen. Und freue mich auf ein Wiedersehen Ende August, wenn es wieder darum geht, planetare Großwetterlage für September 2017.